Bruno, wir teilen ja gemeinsam eine große Leidenschaft, nämlich die für Meditation. Du bist in der Gilde der Mathematiker ja eine Berühmtheit, weil du bereits mit 23 in deiner Doktorarbeit ein mathematisches Rätsel gelöst hast, bei dem sich über Jahrzehnte hinweg große Mathematiker die Zähne ausgebissen haben. Und du hast schon früh dich für die Mathematik interessiert, aber gleichzeitig auch für Meditation. Magst du uns mal erzählen, wie das überhaupt dazu kam, dass du diese Begeisterung für diese beiden ja so konträr erscheinende Disziplinen gewonnen hast? Ja, vielen Dank für diese Frage, die natürlich mein Leben bestimmt hat in gewisser Weise. Und die zwei Dinge, Mathematik und Meditation, erscheinen ja grundsätzlich sehr verschieden. Und im Prinzip sind sie auch sehr verschieden. Man könnte sagen, sie sind geradezu entgegengesetzt. Weil in der Mathematik geht es darum, mit Präzision zu denken über Dinge, die in der Realität passieren. Und vom Beobachten der Natur über das Bedenken in der Mathematik hin zum Beeinflussen der Natur, das ist die Technik, das ist der Bogen der Wissenschaft. Und Meditation, könnte man sagen, ist genau das Gegenteil, ist die Kunst des Nicht-Beobachtens, des Nicht-Denkens und des Nicht-Handelns. In diesem Sinne sind die zwei Dinge sozusagen die extremen Pole, die man im Leben haben kann. Und wie du sagtest, hat mich das eigentlich seit früher Jugend immer interessiert. Und ich bin dann bei der Inskription schon in der Reihe gestanden, wo man zum Beamten gehen musste, um zu sagen, was man studiert und das Formular ausfüllen. Und wie ich in die Schlange hinein bin, habe ich mir gedacht, ich studiere Biologie. Und wie ich aus der Schlange herauskam, habe ich gesagt, ich studiere Mathematik. Und da ist inzwischen etwas passiert. Und zwar habe ich mir gedacht, damals, was natürlich ein blöder Gedanke war, habe ich mir gedacht, wenn ich nachher hinausgehe und die Leute, die Bekannten fragen mich, die Mädels und so, was studierst du? Und ich sage Biologie. Dann werden sie sagen, ja, das kann ja jeder studieren. Also da muss man die Schmetterlinge auswendig lernen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, na, das möchte ich nicht. Was ist ein Fach, wo man nicht sagen kann, das kann jeder studieren? Und dann ist mir sofort die Mathematik eingefallen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das nehme ich jetzt. Und so wie halt manchmal im Leben, wo man so ein bisschen unsinnige Dinge macht, die eigentlich gar nicht, man sich schämt, ernsthaft zu erklären, sind das aber die Dinge, die wirklich passen. Weil da ist man dann in einer Situation, wo man vielleicht unter einem gewissen Druck einmal ehrlich sagen muss, was man will. Und da war mir wahrscheinlich in diesem Augenblick klar, dass es eben die Mathematik ist, die Kunst des klaren Denkens, könnte man sagen. Und Meditation, das war für mich eigentlich, seit ich bewusst denken kann, insbesondere seit meiner Pubertät, könnte man sagen, hat mich das immer interessiert. Es muss sozusagen noch irgendetwas anderes geben, außer dem, was man so normal im Leben macht. Nach dem Abitur habe ich ein großes Gefühl der Freiheit gehabt, also dass dieser Schulzwang weg ist, und bin dann in die Buchhandlung gegangen und habe mir alle möglichen Bücher gekauft, unter anderem die Bhagavad Gita. Das gab es damals in der Reklamausgabe und ich habe dann drin gelesen und ich habe das Gefühl gehabt, da ist irgendwas drinnen, was faszinierend ist. Und heute ist uns klar, dass natürlich dort in einem der späteren Kapitel steht drinnen, wie man meditiert. Nur die gesamte Bhagavad Gita ist in einer Art geschrieben, wir würden heute sagen, wie Legenden, wie Märchen, nicht Historie, Allegorien. Und es ist außerordentlich schwer, wenn man keinen Kommentar dazu hat, herauszufinden, was eigentlich praktisch drin steht. Aber es hat mich berührt. Und insbesondere hat mich ein Satz sehr berührt, der mich also bis heute sehr beeindruckt. Und das ist der Satz, dass irgendwo steht, den Nutzen, den ein Brunnen hat,
wenn das Land ringsum überschwemmt ist, nur diesen Nutzen hat die Schrift, also die Bücher, für den, der höchste Weisheit fand. Und ich war damals, ich war 17, ich war einfach fasziniert. Also dass in einem Buch, das natürlich möchte gelesen werden und ernst genommen werden, gleichzeitig drinnen steht, ihr braucht das nicht ernst zu nehmen, sobald ihr wisst, worum es wirklich geht. Nur es war mir schleierhaft, worum es geht. Und ja, es hat mich dann immer fasziniert, also diese Befassung mit dem, worum geht es im Leben. Und das ist sicher etwas, worauf die Mathematik keine Antwort geben kann, auch gar nicht geben will. Wissenschaft ist in dem Sinn bescheiden, dass wir uns bemühen, die Realität in immer tieferen Schichten zu verstehen, aber wir immer wissen, dass wir nie am Ende sind. Okay? Also letztlich wissen wir dann nie, worum es im Leben, also auch im persönlichen Leben, dann geht. Und der Unterschied zwischen Konzentration und Meditation ist ein sehr subtiler, aber ein sehr, sehr wesentlicher. Weil eben gute Meditationstechniken sind eben gerade so, dass sie mühelos sind. Mühelos und nicht mit Willen irgendetwas zu erreichen suchen. Und dann irgendwann sozusagen war die Bewegung hin, wer lange genug meditiert, erfährt dann das Nirvana, von dem natürlich es schwer ist zu sagen, was es wirklich ist. Es ist ein Bewusstseinszustand. In der Yoga-Tradition nennt man diesen Zustand Samadhi. Oder Samadhi. Samadhi, ja. Und das bedeutet inhaltloses Bewusstsein. Wenn das Bewusstsein vollkommen leer ist, das heißt, wenn man keine Gedanken mehr hat, wenn keine Wahrnehmungen mehr da sind, sondern das Bewusstsein einfach nur pur, reines Bewusstsein existiert. Was kommt, wenn diese rationalen Dinge alle aussetzen? Also wenn kein Beobachten, kein Denken, kein Handeln, dann, wenn man intellektuell darüber nachdenkt, dann sagt man, ja, da ist das nichts. Da ist nichts mehr. Und deswegen auch in der Existenzphilosophie, Heidegger und so weiter, das Nichts nichtet. Das Nichts nichtet. Eine große Erkenntnis, aber mit der fängt man sehr wenig an. Das ist aber verbal ganz interessant, aber es ist eben nichts. Ja. Und die Erfahrung der Meditation ist das exakte Gegenteil. Dass wenn eben das Nervensystem, wenn ich es materialistisch ausdrücke, das Nervensystem in einen Zustand kommt oder ihm der Zustand ermöglicht wird, dass es nicht beobachten muss und nicht denken muss und nicht handeln muss, dass dann der Bewusstseinszustand alles ist. Nicht das Nichts, es ist alles. In dem Augenblick ist alles wach vorhanden, glasklar, aber unspezifisch. Und das ist ein großer Unterschied. Und das kann man nicht erschreiben oder beschreiben und erschreiben, erlesen. Das kann man nur durch Übung erreichen, und zwar eben gute Meditationstechniken. Und es gibt sehr viele gute Meditationstechniken und alle Kulturen über die ganze Menschheitsgeschichte hatten außer dem Bestreben, sich zu perfektionieren im Beobachten, Denken und Handeln, hatten alle Kulturen auch Techniken, Zugänge, wie man dem Bewusstsein erlauben kann, diesen Zustand zu erreichen, wo es einmal nicht denken, nicht beobachten, nicht handeln muss und damit sich in den Fluss des Gesamten stellt. Oder wie du in deinem neuen Buch sagst, Licht baden. Wo also das Bewusstsein baden kann in dem, was unspezifisch ist und was uns allen gemeinsam ist und was in der ganzen Natur gemeinsam ist und was der Fluss des Lebens ist und so weiter. Man kann darüber verschiedene Worte sagen. Es trifft nie das Ganze, aber ich versuche das anzudeuten. Und ich habe wirklich etliche Jahre gebraucht, bis ich dann irgendwie gefunden habe, eine Technik, die mich selber dann das ganze Leben eigentlich begleitet hat. Und auch das war eigentlich so ähnlich wie bei meiner Entscheidung für die Mathematik, die sozusagen wirklich vom Himmel oder von irgendwoher
gefallen ist, also nicht so geplant, war auch das so, dass ich eben viele Jahre alle möglichen Techniken ausprobiert habe, unter anderem auch Zen Meditationen und natürlich Yoga, verschiedene Stufen von Yoga, mögliche und auch unmögliche Techniken, über die man heute gar nicht mehr sprechen kann. Das waren ja so die 68er Jahre und so weiter. Und eines Tages bin ich gesessen, so ähnlich wie wir heute sitzen. Es war schon später am Abend und wir hatten da so eine Gruppe von Freunden, die sich öfter getroffen hatten. Und da sagte einer zu mir, weil wir so aufs Meditieren zu sprechen kamen, sagte einer zu mir, du, ich habe da jetzt was Neues, ja, und da kriegst du einen Klang und der gehört dir und mit dem meditierst du und dann wirst du schon sehen, was irgendwie passiert. Okay? Und in diesem Augenblick war mir klar, ohne Intellekt, also ohne, dass ich das begründen konnte, genauso wenig, wie ich meine Begeisterung für die Mathematik begründen konnte, war mir in diesem Augenblick klar, das ist meine Technik. Warum? Vielleicht, weil das Wort Klang war für mich, ich bin so ein bisschen Musiker auch und so, Klang, ja, das ist super. Und Klang ist nicht intellektuell. Im Klang gibt man sich hin, der gehört einem und dann schaut man, was passiert. Das ist wunderbar. Man gedacht, ja, das ist die Technik, da muss ich jetzt schauen, wo kann ich die lernen? So rasch wie möglich. Ja. Und ich habe dann eben geschaut und das hieß damals und heißt heute noch so transzendentale Meditation, deswegen passt es ganz gut zu den transzendentalen Gesprächen. Und ich habe dann geschaut, so rasch wie möglich, dass ich irgendwo einen Lehrer finde. Weil das war dann eben anders wie bei den anderen Techniken. Diese Technik kann man nicht in einem Buch lesen. Und als Mathematiker war das für mich ein bisschen ungewöhnlich oder sogar suspekt. Warum kann man das nicht niederschreiben? Da darf ich kurz was erzählen. Ja. Maharishi, der die transzendentale Meditation ja zu uns in den Westen gebracht hat, ist mal gefragt worden, warum kann man eigentlich die TM, also die transzendentale Meditation, nicht in einem Buch lernen? Und dann hat er gesagt, wenn man die TM lernt, ist die erste Instruktion, die Augen zuzumachen. Und dann kann man nicht mehr weiterlesen. Das war's. Ja, das ist eine sehr lustige Interpretation, so wie ja viele Dinge, die Maharishi sagt, ja sehr mit großem Humor gesagt werden, aber eine tiefe Weisheit in sich bergen. Und zurückkommend auch auf das, was ich eben vorher über die Bhagavad Gita sagte, es ist eben auch der Punkt, dass ein Buch nur so viel Nutzen hat, also nur einen Nutzen hat in der Situation, wo man noch nicht bei der Erfahrung ist. Also ein Buch ist immer eine Krücke. Und das war nicht etwas, was man eben aus einem Buch lernt, du musst es so und so machen. Und ich habe dann langsam verstanden und verstehe es heute erst immer mehr, dass natürlich diese sehr alten Techniken, die eben aus sehr alten Kulturen stammen, in diesem Fall aus der vedischen Tradition, dass die eben weitergegeben werden von Mensch zu Mensch in einem eben nicht Gespräch eigentlich und eben auch nicht niedergeschrieben und gelesen, sondern es wird in einem persönlichen kurzen Augenblick eigentlich der Punkt gesagt, wie man seinen Intellekt, mathematisch geschulten Intellekt, überlistet, um sich fallen zu lassen in einen Zustand, wo es eben keinen Intellekt und kein Denken gibt. Ich war auch, als ich anfing zu meditieren, extrem skeptisch. Ja. Und mein Meditationslehrer hat mich dann schließlich überzeugt mit einer ganz kleinen Anekdote und hat gesagt, ich versuche dir jetzt seit sehr, sehr langer Zeit zu erklären, wie Meditation wirkt und wie es funktioniert. Aber du musst dir das so vorstellen, wenn du einem Eskimo erklären willst, wie eine Erdbeere schmeckt, dann kannst du Wochen und Monate damit verbringen, ihm das genau auseinanderzulegen und ihm chemische Formeln für Geschmacksstoffe und Vergleiche zu bringen. Aber er wird es nicht wissen,
bis er in eine Erdbeere reingebissen hat. Und genauso verhält es sich mit der Meditation. Und das hat mich überzeugt, dann habe ich damit angefangen. Und was mich, so wie dich auch, dann vollkommen überrascht und auch restlos überzeugt hat, war, dass es überhaupt keine Rolle gespielt hat, ob ich jetzt dem Ganzen skeptisch gegenüberstand oder sehr offen. Es hat sofort funktioniert. Aber weil du jetzt gerade von dem Stress gesprochen hast, die Weltgesundheitsorganisation hat ja Stress als die größte gesundheitliche Herausforderung dieses Jahrhunderts ausgemacht. Und ich habe meine Doktorarbeit dann schließlich auch über die transzendentale Meditation gemacht, und zwar wie sich das auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Und da hat sich Folgendes herausgestellt, man hat gefunden, und das hat sich in dieser Studie dann auch bewahrheitet, dass während der Meditation rein physiologisch betrachtet genau das Gegenteil von dem passiert, was in einer Stresssituation passiert. Also wie der Körper in einer Stresssituation reagiert. Und dadurch lernt der Organismus natürlich in Stresssituationen sehr viel gelassener, sehr viel souveräner und sehr viel ruhiger umzugehen und zu reagieren. Und das wird sich mit Sicherheit bei ganz, ganz vielen Menschen sehr positiv ausgewirkt haben, gerade in Bezug auf die Gesundheit. Insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass beispielsweise mittlerweile 1 Milliarde Menschen auf diesem Planeten unter Bluthochdruck leiden. Und beispielsweise in Deutschland 80% der berufstätigen Bevölkerung Schlafprobleme hat. Das ist ja in den allermeisten Fällen auf Stress zurückzuführen. Und deswegen ist die TM mit Sicherheit eine wunderbare Methode, um mit Stress besser umgehen zu können und dem Stress der heutigen Zeit auch etwas entgegensetzen zu können. Jetzt bist du ja ein Begründer der Symbolic Computation. So nennt man das in der Mathematik, wie ich gelernt habe. Und das hat ja mit Sicherheit auch einen ganz großen Einfluss auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und unseres digitalen Zeitalters gehabt. Wie siehst du denn die Verbindung zwischen der Entwicklung, die die Welt heute nimmt, und Meditation? Welche große Bedeutung hat deiner Meinung nach die Meditation für die Entwicklung der heutigen Zeit und wie wir Menschen mit dieser unglaublichen Beschleunigung des technologischen Fortschritts umgehen? Ja, das ist natürlich klar, die heutige Zeit wird immer schneller. Und manche meinen, das ist ein psychologisches Phänomen. Und die begründen das so, ja, wenn du älter wirst, da ist dann ein Jahr für dich nur mehr psychologisch, so wie ein Monat, als du 4 Jahre alt warst und solche Dinge. Deswegen wird die Zeit schneller. Aber das ist eine sehr oberflächliche Begründung. Ich begründe das Empfinden vieler Menschen, dass die Zeit ungeheuer viel schneller wird. Rational. Und zwar durch Folgendes. Wenn wir betrachten, nehmen wir an, die Welt zwischen 1950 und 1960. Da gab es gewisse Technologien, ein gewisses Wirtschaftssystem, gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse, gewisse Technologien. Und mit dem haben wir unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und so weiter bearbeitet. Und dann meint man, jetzt nehmen wir 1960 bis 1970, dass dann die Quantität dessen, was man jetzt erforscht hat, dessen, was man produziert hat, das, was man erreicht hat, das, was man geändert hat, ja, das sind wieder 10 Jahre, müsste dasselbe sein. Ist aber nicht so. Und zwar aus folgendem Grund. Weil alles, was wir durch Beobachten, Denken, Handeln entwickeln, wenden wir also diesen gesamten wissenschaftlichen Zyklus, Beobachten, Denken, Handeln, mit den besten Methoden des Beobachtens, Denkens, Handeln, alles, was wir damit entwickeln, wird nicht nur angewandt, um die Wirtschaft zu ändern, zu produzieren, die Gesellschaft zu ändern und so weiter, sondern wird auch dazu angewandt, um die Geräte, die Devices, die Methoden, wie wir beobachten, wie wir denken und wie wir handeln, zu verbessern.
also Geräte des Beobachtens, das Elektronenmikroskop, der Beschleuniger und so weiter. Geräte, die das Denken unterstützen, Computer heute natürlich, ne, und das Web und alles. Beobachten, die das Handeln unterstützen, der Roboter und so weiter. Die sind eben von 50 bis 60 die Generation der Geräte, der Methoden, die wir hatten 1960, um die nächsten 10 Jahre zu bearbeiten, waren natürlich total weiterentwickelt gegenüber dem, was wir 1950 hatten. Deswegen ist das, was zwischen 60 und 70 passiert hat, das ist nicht das Gleiche in Quantität wie das zwischen 50 und 60, sondern ist um ein Vielfaches übersteigert. Und ich nenne das den Reflexionsprozess. Also die Wissenschaft wendet sich auf sich selber an. Die Ergebnisse der Wissenschaft werden angewandt, um die Methoden der Wissenschaft zu verbessern. Und deswegen wird dieses Vehikel immer effizienter, schneller in dem Sinn, dass in der gleichen Zeit, in den nächsten 10 Jahren, um gewaltig viel mehr sich tut als die 10 Jahre davor. Und das geht immer so weiter. Und deswegen natürlich Leute wie wir, die wir schon jetzt einige Jahrzehnte hier verbringen, die merken das in einem Lebensalter. Und das ist auch das Gefühl, dass die Menschen mit Recht haben, dass alles ungeheuer viel schneller wird. Und viele Menschen natürlich haben davor sehr große Angst und mit Recht, weil das wie eine Walze ist, die über sehr viele Leute einfach drüber fährt, gegen die sie sich nicht wehren können, weil sie sie erstens nicht durchschauen. Das ist einmal schon das Erste. Also dieser einfache Gedanke der Reflexion, der wird kaum irgendwo gesehen, dass das sozusagen ein unaufhaltsamer Prozess ist, auf den ich gerne noch zurückkomme. Aber der zweite Punkt ist natürlich der, wenn die Menschen keine Möglichkeit haben, jeden Augenblick in völliger Freiheit sich von diesem Prozess loszulösen. Wenn man keine Methode hat, um jederzeit der Herr dieser Lage zu sein und zu sagen, okay, nein, abgeschaltet, ja. Ich bin jetzt nur ich. Dann haben wir ein Problem. Und das ist natürlich das Problem der heutigen Zeit. Das ist ein ungeheuer großes Problem, ein globales Problem in der Zwischenzeit. Und natürlich brauchen wir wirklich heute auch mehr denn je Methoden, wie man eben durch, man nennt das eben Meditation, man kann das nennen, wie man will, wie wir die regelmäßige Erfahrung machen, was eigentlich unser Heimatbewusstsein ist, wo wir zu Hause sind wirklich. Und das ist das Bewusstsein in seiner ursprünglichen Form, die eben nicht erst 10 Jahre alt ist. Das Bewusstsein ist nicht 10 Jahre, nicht 100 Jahre, nicht 1000 Jahre alt. Das ist so alt wie, weiß ich, die Fliege, die in diesem Wasser drin ist, und das Gen, das dort irgendwo drin ist, und noch viel tiefer. Ja. Es gibt so einen wunderschönen Satz von Goethe, der sagte mal, die beste Freude ist Wohnen in sich selbst. Also dann ist man wirklich glücklich, wenn man das Gefühl hat, bei sich selbst angekommen zu sein. Und das ist wahrscheinlich etwas, was du auch als ein großes Manko der heutigen Zeit beschreibst, und deswegen so wichtig in einer Zeit, wo alles immer schneller und schneller, schneller geht, dass die Menschen mal wieder online mit sich selber gehen und offline mit außen. Offline mit der Außenwelt und online mit unserem Innern. Andererseits natürlich muss man gleich wieder den Schritt in die Gegenrichtung machen, weil es könnte der Eindruck entstehen, also die Leute, die meditieren, die sind dann bei sich zu Hause, sind vielleicht sogar glücklich. dann ist aus, ne, sozusagen, und die sind abgehoben und natürlich verloren eigentlich und weiß ich was. Und es ist genau das Gegenteil. Gerade eine Zeit, die eben so ist, dass sie spürbar dynamisch ist. Sie war immer so. Sie war bei den Ägyptern so und immer so. Nur vielleicht nicht, dass man das in einem Lebensalter erleben konnte, wie groß die Änderungen sind. Aber die Änderungen waren immer da. Das ist die Evolution seit alters her.
Aber wenn man meditiert, wird man auch zum Punkt kommen, was man vielleicht nicht erwarten würde, wo man aus diesem starken Sicherheit, zu Hause zu sein, den ungeheuren Wunsch auch empfindet, in der Welt mitzuwirken, also in dem Fluss drin zu sein, wo sich eben, man könnte eben sagen, die Materie oder das Bewusstsein oder was immer, wo sich dieser Fluss ergießt und verbreitert und verfeinert und in alle Richtungen verästelt und auf immer höhere Stufen kommt. Das heißt, es wird erst dann richtig interessant und lustig, ja, da dabei zu sein. Und zwar möglichst weit vorne, möglichst weit vorne. Ja, also sei es jetzt in der Wissenschaft oder sei es beim Fußballspielen oder im Sport oder irgendwo, selbstverständlich. Aber ich würde sagen, nicht mit dieser Verbissenheit und nicht mit der Möglichkeit, immer die Freiheit zu fühlen, dass man sich nicht überrollen lassen muss von der Walze. Ne? Jetzt haben wir ja über diese wunderbaren Effekte von Meditation grundsätzlich gesprochen, aber jetzt ganz spezifisch werden sich natürlich viele Menschen fragen, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ja, und was würdest du denen denn raten, wenn man sich überlegt zu meditieren? Worauf muss man ganz speziell achten, wenn man sich für eine Meditationstechnik entscheiden sollte? Und wie geht man dann ganz, ganz praktisch vor? Ja, die Antwort ist im Prinzip also für mich jetzt einfach. Ich rate allen, die mich persönlich fragen und so wie du mich jetzt fragst, natürlich rate ich zu dieser Meditationstechnik, die für mich dann eigentlich die letzten 40 oder 45 Jahre die Technik war, die ich für mich als die beste empfinde. Und das ist eben diese transzendentale Meditation. Über das Wort, das ist auch, sind alles nur Wörter. Transzendentale Meditation sollte man nicht so verstehen, das ist es transzendental im Sinne, das ist da irgendwo weit über den Bergen und das ist halt mit dem normalen Leben nichts zu tun. Das Wort bedeutet aber schon etwas Wichtiges in der Meditation und eine Meditation, die diesen Punkt nicht erfüllt, wäre in meinen Augen eben nicht wirklich eine Meditation. Und der Punkt ist der, eine gute Technik im meditativen Bereich, die sollte eben zum Punkt führen, wenigstens andeutungsweise, wenigstens manchmal, wenigstens kurzfristig zu dieser Erfahrung, wo über dem drüber, wo wir denken, beobachten, denken, handeln, dass es darüber oder darunter oder wenn wir das alles weglassen, darüber gehen, über diesen Schritt gehen, die Linie gehen, wo das Beobachten, Denken, Handeln aufhört, dass dort die eigentliche Erfahrung einsetzt, die Erfahrung des Alles. Und man kann jetzt diesen Übergang nennen, wie man will. Transzendenz ist Transzendieren ist eigentlich ein gutes Wort. Es kommt aus dem Lateinischen, heißt man geht darüber, man überschreitet. Man überschreitet die Erfahrung, die wir immer meinen, das ist die einzige, die das Nervensystem machen kann, nämlich immer zu beobachten, immer zu denken und immer zu handeln. Und siehe da, nein, man kann über das drüber gehen. Und in dem Sinn ist eine Meditation, die wirklich den Namen verdient sozusagen, muss bewirken, dass man die Möglichkeit hat wenigstens, diesen Punkt zu überschreiten, also das Transzendieren zu ermöglichen, so könnte man sagen. Und die Kraft sieht man allein darin, und das hat mich immer wieder beeindruckt, dass die Technik ungeheuer einfach ist, ungeheuer mühelos, aber eben genau diesen Punkt schafft, das beginnend beim Wachbewusstsein, wo wir natürlich denken, beobachten, sprechen, handeln, durch einen kleinen Trick es möglich macht, dass man kurzfristig wenigstens und dann immer vielleicht länger und immer bewusster in diesen Zustand kommt, wo eben Beobachten, Denken, Handeln nicht mehr vorhanden ist. Und das ist eine Technik. Und das ist etwas, was man lernen kann und wo Maharishi auch dafür gesorgt hat,
dass Leute ausgebildet werden, die diese Technik unabhängig von irgendwelchen Weltanschauungen oder Religionen oder was auch immer oder auch unabhängig vom jeweiligen Zustand dessen, der anfängt zu meditieren, ob der jetzt krank ist oder strotzt vor Gesundheit oder Sportler ist oder besonders intellektuell oder Künstler ist oder irgendwas. Nein, für jeden ist das eine Möglichkeit, durch einen einfachen, mühelosen Trick sozusagen, der uralt überliefert ist, wie man das macht, das weiterzugeben von einem zum anderen durch einen ausgebildeten Lehrer, der diese Technik auch rein weitergibt, ohne seine eigenen Animositäten und Vorlieben und so weiter. Na, das ist einfach, der sich betrachtet als eigentlich fast wie ein Instrument. Ich gebe das weiter. Ich gebe dir das weiter. Und das ist eine wunderbare Sache. Und ich kann nur allen sehr empfehlen, das zu machen. Sie nutzt die natürliche Tendenz des menschlichen Geistes aus. Das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was ist die natürliche Tendenz des menschlichen Geistes? Dorthin zu gehen, wo es angenehmer ist. Ich vergleiche es immer gern damit, wenn man an seiner Steuererklärung sitzt und plötzlich hört man aus dem Nebenzimmer seine Lieblingsmelodie, dann wird man feststellen, dass ohne jegliche Anstrengung, vollkommen mühelos und absolut spontan, der Geist dorthin wandert, wo die Musik ist, weil es für ihn einfach angenehmer ist. Und es gibt tief in uns einen Bereich, der so angenehm zu erfahren ist wie nichts anderes. Und das ist dieser Bereich dieses totalen Ruhepunkts. Und wenn man dem Geist nun die Möglichkeit gibt, dorthin zu gravitieren, dann wird er das, wenn man die richtige Ausgangsposition dafür schafft, auf vollkommen mühelose Art und Weise tun. Und das ist für mich so das Bestechende an der TM. Ja, lieber Bruno, du hast ja vorher erzählt, wie du mehr oder weniger zufällig sowohl zur Mathematik gekommen bist, wie auch zur transzendentalen Meditation. Was mich natürlich jetzt sehr interessieren würde, und ich bin sicher, dass ich dieses Interesse und diese Neugier mit vielen anderen teile, wie es dazu kam, dass du dieses alte Rätsel aus der Mathematik gelöst hast, an dem sich ja sehr viele die Zähne ausgebissen haben. Also das Problem, mit dem ich mich damals beschäftigt habe in meiner Dissertation, und das ich eben auch nur durch einen Zufall erhalten habe. Das befasst sich damit, wie man ein beliebiges, nicht-lineares Gleichungssystem lösen kann. Was ist ein nicht-lineares Gleichungssystem? Zum Beispiel dieser Tisch ist eben, der ist linear. Das sagt man linear. Dieser Rand hier ist gebogen, das nennt man nicht-linear. Und wenn dieses Glas ist hier zum Beispiel auch nicht linear. Und wenn zum Beispiel jetzt dieses Glas nicht hart wäre, sondern wenn man es durchschieben könnte, dann entsteht hier eine Linie. Du weißt jeder, dass das eine Ellipse wahrscheinlich ist oder irgendetwas. Ja? Aber die gesamte Natur ist im Wesentlichen nicht linear. Nur viele technische Dinge sind linear, und zwar, weil das Nicht-Lineare schwer zu beherrschen ist. Man versucht alles in der Technik möglichst linear, zum Beispiel diese Ständer hier, da kommt niemand auf die Idee, dass er die gebogen macht, weil es geht mit linear auch, und dann ist leichter hier ein Gerät zu machen, dass man das leicht einstellen kann. Ja, also man versucht alles zu linearisieren, solange es geht. Aber wie wir sehen hier an den Blättern und überall, die Natur ist im Wesentlichen total nicht linear, und da gibt es dann sehr überraschende Punkte in nichtlinearen Gebilden, sehr überraschende Punkte. Da gibt es zum Beispiel Punkte, die man nennt die Verzweigungspunkte, wo man irgendwo hinkommt und auf einmal kann man hier oder hier gehen. Das führt das wird behandelt in dem, was man die Chaostheorie nennt, wo es eben Systeme gibt, wo man hinkommen kann, und wenn der Schmetterling den Flügel so hinüberschlägt, entwickelt sich das ganze System in diese Richtung, und wenn er es so hinüberschlägt, entwickelt sich es in eine ganz andere Richtung. Also das kann ja eine Katastrophe sein, und das kann eben
keine Katastrophe sein. Also nichtlineare Gebilde sind eigentlich das, was die Welt wirklich interessant macht. Und da ist eben das Problem, dass man jetzt solche Phänomene beschreibt mit nichtlinearen Gleichungssystemen. Und die können beliebig viele Unbekannte enthalten, also nicht nur zwei oder drei, können viele sein. Die können beliebig viele solche Gleichungen zusammenspielen, um ein Phänomen in der Natur zu beschreiben. Und es können diese Nichtlinearitäten, man sagt, von beliebig hohem Grad sein. Zum Beispiel, das ist, nennt man quadratisch, das kann man beschreiben durch eine quadratische Gleichung. Aber kompliziertere Dinge kann man nur beschreiben durch Gebilde höheren Grades, zur dritten, zur vierten und so. Und das allgemeine Problem lautet, wie man mit einer Methode alle diese unendlich vielen möglichen nichtlinearen Gleichungssysteme lösen kann. Nicht für die eine Gleichungssystem diese Methode und für diese Klasse von nichtlinearen Gleichungen eine andere Methode und für die, die nur eine Variable haben, wieder eine andere Methode, sondern eine Methode für alle. Das war eben das Problem, das ich dann gelöst habe in meiner Dissertation. Und das war eben vorher, seit 1899 bis 1965 war das ungelöst. Ja. Und wie kam das dazu, dass der Professor dir genau dieses Problem gegeben hat? Ja. Weil an einem Studenten würde man sagen, gut, das ist jetzt 60 Jahre alt, das Problem, ob der das überhaupt kann. Also es war genauso ein Zufall wie mein Einstieg in die Mathematik und mein Einstieg in die Meditation. Und für alle diese Zufälle bin ich sehr, sehr dankbar. Und die Zufälle passieren natürlich nicht ganz zufällig. Das sind immer so, dass man so hart arbeitet. Man arbeitet hart und man meint hier und dann zack, ist woanders, okay? Und ich war damals Werkstudent, also ich musste mein Studium selber verdienen und glücklicherweise, auch ein großer Zufall, konnte ich den ersten Posten kriegen, den es gab an meiner Universität für einen studentischen Programmierer am ersten Computer, den es an meiner Uni gab in Innsbruck. Und es hat mich gleich von Anfang an völlig fasziniert und bin da tief hinein. Und jetzt hatte ich diesen ungeheuren Druck, man würde heute sagen Stress, dass ich arbeiten musste, 40 Stunden, und jetzt mein Studium fertig machen sollte. Und da bin ich eben zum Professor und ich mache es kurz, ich war einige Male dort. Und ich bin hingegangen mit dem Gedanken, was immer mir der Professor für ein Problem gibt, ich sage ja, ich nehme das, weil ich möchte fertig werden endlich, ja, damit ich diesen Stress nicht mehr habe, diese Doppelbelastung. Ja. Und dann hatte ich noch eine Freundin auch noch. Also das war nicht Belastung, das war ja sozusagen, also endlich ne, mal ne, dann Familie ernähren können und so weiter. Na jedenfalls, ich bin dorthin und in dem Seminar hat er zufälligerweise in einer langen Serie von Seminaren, in dem Seminar hat er das Problem gestellt. Und da habe ich sofort, bin ich zu ihm nachher, habe gesagt, Herr Professor, bitte könnte ich dieses Problem, ja, machen Sie das. Ja? Und Gott sei Dank sagte er mir nicht, dass er selber an dem Problem schon 25 Jahre gearbeitet hat und dass das Problem 65 Jahre, also damals 63 Jahre offen war. Und die Formulierung des Problems, die ist relativ einfach. Ich habe es vorher versucht, so mit ein bisschen Intuition. Okay? Auch die formale Beschreibung des Problems ist relativ einfach. Das kann man in ein paar Zeilen hinschreiben, was das Problem ist. Und wenn man doch nur ich weiß, was nichtlineare Gleichungen sind und ich weiß, also, was Lösungen sind. Also, ja, und ich weiß vor allem, was ist ein Computer? Und das wussten die anderen zur damaligen Zeit nicht. Und was ist ein Algorithmus? Was ist eine algorithmische Lösung? Also eine, die so ist, dass ab diesem Zeitpunkt nie mehr jemand über irgendeines dieser Beispiele mit der eigenen Birne nachdenken muss, weil man das Problem, jedes dieser Probleme, einem Algorithmus
implementiert am Computer geben kann und der Computer löst das. Also der Computer löst gar nichts, der Computer führt den Algorithmus aus. Der Algorithmus, den muss man finden, okay? Und das war mir völlig klar. Und ich bin dann natürlich nach Wochen, Monaten draufgekommen, wo ich den Algorithmus nicht erfinden konnte, dass das Problem schwierig ist. Und das hat mich sehr belastet. Es war nicht so, dass man dann gedacht hat, super, ich habe jetzt dieses Problem. Und ja, ich bin ein kreativer Jüngling und ich werde das schon finden. Nein, ich habe mir gedacht, Teufel, das Problem ist so einfach zu beschreiben. Ne? Und ich bin so blöd, dass ich jetzt schon ein Jahr lang dran arbeite. Ich habe es immer noch nicht. Und ich habe dann 1,5 Jahre dran gearbeitet. Immer mit dieser Belastung auch des Programmierens für viele andere Leute. Und mein Problem, das konnte ich immer nur am Abend und in den Wochenenden und so machen und habe dann programmiert auch die Dinge, die Ansätze, die ich versucht habe. Und dann ist es eben irgendwann der Punkt, von dem wir auch vorher gesprochen haben, nach dieser ungeheuren Belastung des Gehirns, wo man da ständig mit dem belastet, da träumt man auch davon. Also das ist dann vor allem, wenn man nicht meditiert. Ich habe damals nicht meditiert. Und da weiß ich auch den Unterschied. Also das ist dann ständig da. Und das kreist, wenn man einschlafen will. Und das ist immer wieder da. Aber natürlich auf der anderen Seite ist das vielleicht die Methode, dass das Gehirn so gequetscht werden muss, ja, dass es irgendwann sich wirklich befreien will. Und das weiß ich noch wie heute, wo das war und wann, wo ich dann die Idee hatte, wo ich gesehen habe in diesem großen abstrakten Raum der nichtlinearen Systeme, wo sind die Schaltstellen, die man eben handeln muss, damit man jedes dieser Rätsel, könnte man dann sagen, also Einzelinstanzen des Problems, automatisch lösen kann. Ja. Was hat denn dein Professor gesagt, als du mit der Lösung kamst? Ja, diese kommst? Frage hättest du jetzt nicht stellen dürfen, weil mein Professor, die Sache war so. Ich habe ihn nach 6 Wochen habe ich ihn wieder aufgesucht, weil ich gemerkt habe, es ist wahnsinnig schwierig. Und da habe ich bemerkt, dass er mich nicht mehr kannte. Er wusste gar nicht, dass ich jetzt eine Dissertation bin. Er hatte viele Schüler. Okay? Das war damals eine andere Zeit. Und erst als ich dann Professor war, nach der Habilitation und mit meiner Habilitation dann Professor wurde, hat mich jemand wie folgt angesprochen auf meine Dissertation. Ich gab in einer Universität in Deutschland einen Vortrag über meine neue Forschung, also Informatik. Ja? Und da kam ein Kollege in meinen Vorbereitungsraum und wie die deutschen Kollegen so sind, die sind direkt. Nicht so wie die Österreicher immer so ein bisschen hinten herum, direkt. Und der sagte zu mir, Herr Buchberger, ich komme nicht in Ihre Vorlesung, in Ihren Vortrag. Da haben wir gedacht, das ist ein höflicher Mensch, der ist vielleicht verhindert und entschuldigt sich noch. Er hat gesagt, nicht weil ich verhindert wäre, sondern weil ich schon den Titel Ihres Vortrags für unsinnig halte. Und ich bin als Österreicher, ist man dann sofort schockiert. Gell? Und dann haben wir gedacht, ja Teufel, also da Deutschland und so, ich komme aus Österreich, vielleicht sind die alle schon weiß ich wie viel weiter und ich mache da unsinnige Dinge. Und dann wollte ich schon gehen. Und dann haben wir gedacht, nein, bevor ich jetzt überhaupt einfach gehe, trete ich zum Gegenzug an und habe gesagt, Herr Kollege, was machen denn Sie für Forschung so interessant, nicht, dass Sie so sagen können, alles andere ist unsinnig. Da sagt er, ja, wissen Sie, wir machen da jetzt neue Software-Systeme für eben Symbolic Computation. Und da sind die einfachsten Fragen, fundamentalste Fragen ungeklärt. Zum Beispiel, wie man von 2 nichtlinearen Polynomen feststellt, ob sie, ich mache jetzt Fachsprache, modulo einem Polynomideal kongruent sind. Und da wissen wir keinen Algorithmus dafür. Und das sind Fragen. Okay? Und da denke ich, ja, das ist das, was ich in meiner Dissertation gelöst habe. Und sage zu ihm, ja, das weiß ich, wie das geht.
Und der schaut mich an, denkt sich, ja, diese Österreicher, denen kann man irgendein Problem vorlegen, die verstehen nicht einmal, was das Problem ist und sagen überall, das können wir. Und dann hat er gesagt, ja, schicken Sie mir Ihre Arbeit. Dann bin ich nach Hause, habe den Vortrag hab ich gehalten, bin nicht nach Hause, habe den Vortrag gehalten, der später in vielen Büchern zitiert wurde. Und bin nach Hause und habe ihm die Arbeit geschickt. Dann habe ich mich sofort angerufen und gesagt, na Buchbauer, das ist ja ein Wahnsinn. Also, das ist ja unglaublich, nicht? Das ist gelöst, nicht? Und wir wussten das gar nicht. Und dann war eben folgendes, ab diesem Augenblick, dann habe ich das Ganze nochmal also umgeschrieben und noch Beweise verfeinert und so. Und ab dem Augenblick war das wie eine Explosion. Das war dann auf der ganzen Welt dann sofort bekannt. Aber wie ich das dann gemerkt habe, eben durch diesen Angriff, nicht, dass jemand gesagt hat, super, Buchbürger, Sie sind super, nein, dass mich jemand angegriffen hat, habe ich gemerkt, dass mein Lehrer, über den ich frustriert war, weil er mich nicht gestreichelt hat, okay, er hat mir nur ein schwieriges Problem gegeben, hat mich nicht gestreichelt, hat mich weder geführt, noch hat er mich hinten noch gelobt, dass mir der in diesem Augenblick, wo er mir das Problem gegeben hat, mehr geschenkt hat, als man sich wünschen kann. Weil er hat mir ein Problem gegeben, von dem er wusste, dass es fundamental ist. Ich wusste das nicht. Ich wusste nur, es ist ein Problem. Aber er war damals 65, er hatte einen ungeheuren Überblick über die Mathematik, wusste, das ist ein fundamentales Problem. Er selber hat daran 25 Jahre gearbeitet und hat es mir geschenkt. Und das ist mir erst bewusst geworden, wie ich selber Professor war, was der mir in diesem Augenblick für ein Geschenk gegeben hat, weil er mich nicht verhätschelt hat. Okay? Und deswegen habe ich diese Theorie habe ich dann also genannt nach meinem Lehrer. Sein Name ist Gröbner. Und deswegen heißt diese Theorie seit 1976, wo ich dann erkannt habe, wie geschätzt das überwiegt, habe ich dann die Theorie genannt Gröbner-Basen. Gröbner nach ihm. Also nicht nach mir, sondern nach ihm. Hat er das noch mitbekommen? Und das habe ich ihm dann geschickt, habe ich ihm eine neue Arbeit geschickt und da kam der Name Gröbner-Basen vor. Und dann hat er mir zurückgeschrieben und hat geschrieben in seiner wunderbaren Handschrift, er hatte seine wunderbare Tafelschrift und Handschrift, hat er mir zurückgeschrieben, ja, Herr Buchbauer, ich gratuliere Ihnen, dass Ihre Arbeit so viel Anerkennung findet. Ich habe Ihre neue Arbeit meinem Assistenten zum Lesen gegeben. Aber ich war dann mit ihm versöhnt, okay? Ich war wirklich versöhnt und war in großer Dankbarkeit. Ja? Und so kann ich immer wieder sagen, in meinem Leben, ich war immer wieder sehr dankbar, ja? Eben gerade großen Meistern gegenüber, ja? Obwohl ich nicht hörig war und eigentlich meistens in Opposition. Okay? Aber es ist dann eben so ein große Geschenke, die kriegt man nicht in einem Buch. Ja? Hier kriegt man nicht in einem Buch. Ja. Lieber Bruno, es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Es war ein sehr facettenreiches und tiefgreifendes Gespräch. Im wahrsten Sinne des Wortes ein transzendentales Gespräch, aber trotzdem auch ein sehr alltagsfreundliches Gespräch. Und ich hoffe, dass viele Menschen daraus ihren Nutzen ziehen konnten. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Ja. Es war für mich auch sehr, sehr inspirierend, ja. Danke, Herr. Danke.